Die schriftliche Prüfung ist überstanden und nun bist du vielleicht nervös wegen der Präsentation im Rahmen deiner mündlichen Prüfung? Keine Sorge, in diesem Video zeigen wir dir 5 wesentliche Tipps, wie du dich perfekt vorbereiten und deine Präsentation meistern kannst. Mein Name ist Stefan und ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Prüfungstipps-Kanal. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Bezug auf die Prüfung immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Bereit? Dann legen wir los. Tipp Nummer 1. Kenne dein Thema. Zuerst musst du dein Thema wirklich verstehen. Lies dir alle Informationen durch und mache die Notizen. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, deinen Ausbilder oder Lehrer um Hilfe zu bitten. Stelle sicher, dass du das Thema deiner Präsentation gründlich verstehst. Du solltest in der Lage sein, Fragen zu beantworten und eventuell tiefer in bestimmte Aspekte des Themas einzugehen. Dazu gehört auch, dass du mit Fachbegriffen vertraut bist und diese korrekt anwenden kannst. Tipp Nummer 2. Struktur ist wichtig. Jetzt, da du dein Thema kennst, ist es an der Zeit, deine Präsentation zu planen. Jede gute Präsentation folgt einer klaren Struktur. Das umfasst eine Einleitung, in der das Thema und die zentralen Punkte vorgestellt werden, den Hauptteil, in dem die Einzelheiten erläutert werden, und einen Abschluss, in dem die wichtigsten Punkte zusammengefasst und ein Ausblick gegeben wird. Punkt Nummer 3. Übe die Präsentation. Nun ist es Zeit zu üben. Stelle dich vor einen Spiegel und halte deine Präsentation. Lerne am besten mit Stichpunkten die wesentlichen Kernaussagen deiner Präsentation auswendig. Achte auf deine Körpersprache und deinen Tonfall. Je öfter du übst, desto sicherer wirst du dich fühlen. Eine mündliche Prüfung lebt von dem Vortrag. Übe daher deine Präsentation auf jeden Fall mehrere Male. Achte dabei auf deine Aussprache, Betonung und Körpersprache. Es kann hilfreich sein, vor Freunden oder Familienmitgliedern zu üben, um Feedback zu bekommen. Punkt Nummer 4. Thema Zeitmanagement. Achte darauf, dass deine Präsentation die vorgegebene Zeit nicht überschreitet, aber auch nicht zu kurz ist. Übe daher mit einer Stoppuhr und passe gegebenenfalls die Länge deiner Präsentation an. Punkt Nummer 5. Ruhe bewahren. Bei der mündlichen Prüfung selbst ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Auch wenn du nervös bist, versuche dies nicht zu zeigen. Nimm dir einen Moment Zeit, um tief durchzuatmen, bevor du mit der Präsentation beginnst. Denke daran, dass du gut vorbereitet bist und das Thema beherrschst. Du wirst das schaffen. Und denke daran, dass eine gute Kommunikation und Ausdrucksweise genauso wichtig ist wie Fachwissen. Übe also auch, wie du dich ausdrückst und wie du komplexe Themen einfach erklärst. Damit du dich optimal auf die mündliche Prüfung vorbereiten kannst, empfehlen wir dir unsere Bücher, Online-Kurse und Apps zur Prüfungsvorbereitung mit passenden Lerneinheiten und Prüfungsfragen. Das war's auch schon. Mit dieser Vorbereitung bist du bestens gewappnet für die Präsentation im Rahmen deiner mündlichen Prüfung. Denke immer daran, üben macht den Meister. Also übe so oft wie möglich und du wirst sehen, dass du das mit Bravour meistern wirst. Viel Glück! Solltest du noch Fragen haben, schreibe sie uns gerne in den Kommentaren und abonniere unseren Kanal. Schau dir auch die anderen Videos von uns zur IHK-Prüfungsvorbereitung an. Viel Erfolg bei deiner Prüfung!